It's your boy, Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Matchmaking auf Train. Mal gucken, wie das Team so drauf ist. Hello, Team. Where do you wanna go? Der ist cool drauf. Der ist schon cool drauf. Okay, der ist ganz hinten. Nice. Plant ist durch. Okay. Sehr schön. Molly in Connector. No, God, please, no! Okay. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, der steht ja bei Connector tatsächlich. Ah, den jage mal jetzt, die Woods. Das war die Butlersche Sprungattacke. Ja, oh, habe ich gerade meine Pistole weggeworfen, ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch wieder ein recht herzliches Willkommen an alle Neuen. Wir haben gerade wieder ein gutes Wachstum am Stiesel. Und da muss natürlich eine Begrüßung rausgehauen werden, das ist selbstverständlich. Hallo, hallo. Aha. So. Oh, neben mir ist einer. Oder? Nee? Hä? Alter, wie wir die überfahren? Was ist hier los? Was passiert hier? Wie heiße ich? Wo bin ich? GG schreibt da, okay. Ja, also bis jetzt bin ich zufrieden. Aber mein Team wäscht auch rein. Die gehen vor und natzen einfach alles um. Ich muss echt richtig rudern, dass ich da irgendwie mithalten kann. Ich freue mich übrigens sehr, dass euch die Orion so gut gefällt im aktuellen YouTube-Giveaway. Es ist immer so eine Überlegung halt. Ne? Was macht man als nächstes? Was haut man raus? Was soll es werden? Mal hat man größere Sachen wie Knife, mal hat man halt auch kleinere Sachen. Ich meine, ich habe so viele Sachen, die ich von euch geschenkt bekomme, die ich von den Partnern geschenkt bekomme. Und die möchte ich natürlich auch alle raushauen, diese Sachen. Nur ist es halt dann immer so, wenn ich ein Knife-Giveaway mache, dann fühlt sich das, was danach kommt und kein Knife ist, so klein an. Ich freue mich aber, dass ihr das zum Glück nicht so seht, beziehungsweise, dass ihr euch einfach über den Skin freut, weil er halt schick aussieht und so weiter und so fort. Und nicht so sehr auf den Preis oder sowas guckt. Ah! Scheiße. Jetzt bin ich gesichtet. Electric. Scheiße, scheiße. Okay, nein. Hier sind Trains. Ich war gerade komplett in der Scheiße gestanden. Ja, das freut mich einfach. Ich meine, ich weiß eh, dass die meisten diese Ansicht vertreten. Im geschenkten Gaul, guck mal nicht ins Maul, ne? Wer den Blue Skin nicht ehrt, ist das Knife nicht wert und so weiter und so fort. Super, super. Ah, IUP ist ja wieder alive, ne? Oder noch alive. Schnell weg. Ich habe den Hit schon gespürt. Habt ihr auch manchmal dieses Gefühl, dass euer Fadenkreuz, gerade in solchen Situationen, wenn ihr sehr weit weg seid, dass euer Fadenkreuz einfach im Weg ist? Oh, ja, he's behind, he's teammate. Wo ist der? Hä? Alter, es fühlt sich gerade echt nicht schwer an. Also irgendwie, entweder kriegen die Cities nicht zusammen, also dieses gemeinsame Spiel, oder sie sind irgendwie schlecht. Mit Randoms ist es ja immer schwierig, das wissen wir, ne? Wenn die Mates nicht mitspielen, gerade bei CT und nicht richtig decken, dann passiert es halt ganz schnell, dass du ohne was machen zu können weggeholt wirst, weil dein Rücken ja nicht gedeckt ist oder halt deine Vorderseite oder sonst was. Ja, he's drop. Ich wollte weg, ich bin gegen den Scheiß zugelaufen. He's low and drop. Für den nächsten großen Skin auf Twitch habt ihr ja ein paar Vorschläge gesendet, unter anderem eben Gutknife, Flipknife und so weiter und so fort. Und da habe ich ein schickes Flipknife gefunden, Rustcoat mit Statrack. Mehr oder weniger schon besorgt, aber das hat noch eine Trade-Sperre noch für, ich glaube, 60 Stunden oder sowas. Oh, bitte nicht durchziehen. Nice. Stellt euch vor, der Kerl hat einfach durchgezogen. Mit einem Diffuse-Kit. Hat er 5 Sekunden? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Es ist dieses genannte Knife geworden. Ist aber noch für 60 Stunden circa in der Trade-Sperre. Und dann geht das in mein Inventar über. Da habe ich aber ordentlich genascht, meine Herren. Jetzt habe ich die IOP am Start. Ich hoffe, ich treffe was. Und zwar. Right now. He's on train. Left side green. Nice. Ich habe unseren Community-Tag gar nicht drin. Ich alter Gauner. Dummbabler, so Leute, ihr wisst Bescheid, mit dem Tag 50 bis 60 Damage mehr pro Schuss. Kommt alle in die Steam-Gruppe, die Dummbabler, da ist es so schön. Gerade im Winter, geheizt, wow, herrlich. Ich bin gerade irgendwie gerne am Rushen, am zuerst reinrennen und so weiter, und da ist es damit irgendwie gar nicht so sinnvoll, ne? Buh. Au. Red Train. Backline down. I smoke for bomb. He's Green Train. Oh. Nein. Ah, das Timing, dass er dann gerade kommen muss, wenn sie beide mehr oder weniger in einer Linie stehen. Maybe if we do 5 deagles on B, we headshot, yeah. We win. Okay. Easy! Ich glaube, dass jetzt jeder von uns einen Headshot trifft. Yeah, every time. Und dann ist gut. Naja, arg viel haben wir nicht getroffen. Komm. Komm schon, komm her. Warum kommt er nicht? Pop Dog. He's down.
Mit der schicken Neon Noir, guck mal da. Oh. Ein Gedicht von AWP. Ah, ich guck lieber hier, wahrscheinlich kommen die da gleich durch. Ajo, Intuition. Oh, holy sh! Alter, jetzt haben sie uns gerade Runde um Runde überfahren. Das ist einfach so. Scheiße. Ist das nicht eine hundertprozentige City-Map hier? What the fuck? Ich gehe jetzt einfach direkt hoch und warte oben. Smoking und flashing on A. In front of A. Planted on A. He's half HP. Nice, sehr gut. Bitte komm schon. Ah, nein, 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 nein. Mach das zusammen, mach das zusammen, mach das zusammen. Nice. Oh, das war jetzt echt eine sauwichtige Runde. Leck mich am Ärmel. Und wir haben sie echt geholt. Zum Glück hat er gekauft. Wir anderen hatten alle nur Pistols. So, ich gehe jetzt wieder hier mitten rein. Das ist irgendwie angenehmer. Did you hear B-Sounds? So, no. Das ist ein Gauner, der Kerl. Das ist ein richtiger Gauner. Also, ich sehe hier überhaupt nichts. Ich hab, Ivy ist gedeckt, B ist ja gedeckt. Alles ist eigentlich ganz gut gedeckt. Behind kommt was. Ivy, man. Upper. Gut, der eine ist weg. Wo ist der Scheiß? Lurch. Ah, jetzt. Wir haben ihn ewig gesucht. Wo ist er? Alright, gentlemen, this is it. We're gonna win this fucking shit. In front of B, guys. Oh no, they're coming. They're on B. So. Ich hoffe, sie kommen etwas in Schwitzen. Okay. I'm rotating and nading. So. Butz! Electric down. Ja, okay, gut. Ne, ich will das Spiel jetzt nicht vor dem Ende loben. Also das. Ich war mir vorhin schon sehr sicher, dass wir gewinnen. Und auf einmal steht es irgendwie 13-9 oder so. Ne, 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 ne. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Gerade wenn man auf einer Map ist, wo man sich denkt, geil, wir haben auf der schwierigeren Seite viel mehr Runden geholt. Da muss es doch easy sein zu gewinnen auf der anderen. Vielleicht geht man dann einfach zu unbeherzt dran. Aber das war jetzt echt leicht schockierend, dass sie uns so viele Runden noch reingedrückt haben. Nein, 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 nein! Ha! Der ist voll rein. Buh, Alter, ihr Gauner. Kommt da. Er hat den echt geneift. Ich habe keine Ahnung, wo ich wollte außen rumgehen. Das sind echt richtig, richtig sicke Mates. Das sind auch bei den Runden, wo wir 5 am Stück verloren haben. Come on, guys. We can win this. Come on. Komm, jetzt machen wir die Runde auch. Okay. Alter, er holt ein Clitoral. Nice, okay, ja. Draw ist schon mal drin. Sehr gut, sehr gut. Ich habe nämlich gerade vorgestern einen Downrank gehabt auf LE. Darum begrüße ich es natürlich jetzt wieder auf LE so ein bisschen ein paar Wins anzusammeln. Wobei ich jetzt auch gerade nicht wirklich reinhaue. 40 Punkte sind jetzt kein Optimum. Wenn man nach der Punktesache fragt, heißt es eigentlich immer, man sollte Minimum 50 Punkte haben in den Spielen. Oh, okay. I can't see something. Oh, he's on B. I'm flashed. Ah, oh, oh. Ja, da kommt ihm hinterher. Nein, nein, nein. Nice, er hat ihn noch. Und was macht der? Das kommt davon. Wenn man versucht, Leute zu knifen, hört auf mit dem Scheiß. Ich meine, die Runde bitte. Nice. Alter, was für eine nice. Alter! Macht nie den Fehler und Messer drum. In wichtigen, also in echten Runden im Matchmaking. Sowas kann man im Casual machen, wenn man will. Aber überlegt mal, dieses Messer hat jetzt wahrscheinlich den Loose gebracht für die Gegner. Also diese Runde geloost. Hätte er das Messer nicht gezogen, sondern auf den Gegner geschossen, der nur noch irgendwie 20 AP hatte, wäre die Runde für sie gewonnen gewesen. Vielleicht hätten sie einen Draw geholt. Aber er versucht zu messern und verkackt. Das ist einfach saudumm. Das ist wirklich dumm. War auf jeden Fall ein geiles Spiel. Hat richtig Bock gemacht. Ich hustle jetzt hier wieder an irgendjemanden kommentierendes was raus. Ich denke, da wir gerade so viele Sticker haben mit diesen Unterschriften, wird jetzt einfach irgendein Sticker sein. Also irgendjemand, der in den Kommentaren halt was geschrieben hat, wird hier ausgewählt. So wie eigentlich unter fast jedem Video es irgendwelche kleinen Sachen gibt, die rausgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder im Livestream um 18 Uhr oder eben auf YouTube im morgigen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.